Warten wir mal, bis die vorbei sind. So, haben wir alles ready hier? Okay. Ja, wer kommt da? Ja, da kriegen wir Besuch. Und dann geht's los mit dem Vlog. Das war irgendwie Stefan und John, oder? Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Das erste wirklich produzierte Video aus Deutschland nach meinem New York-Aufenthalt geht mal wieder über eine neue Insta360-Kamera, und zwar die Insta360 X3. Ich sollte sie eigentlich schon zum Urlaub nach Agadir, nach Marokko geschickt bekommen, aber es hat leider nicht wirklich funktioniert, kam leider ein bisschen später. Das heißt also, ich fange jetzt mal hier an einem wunderbaren Indien-Summertag hier in Koblenz oben auf dem Festungsplateau mit so einem kleinen, ja, wie üblich bei mir, Out-of-the-Box-Vlog an. Die Kamera ist schon Out-of-the-Box. Ihr seht die Box zwar hier. Das ist die ganz normale Standard-Edition, wo die Kamera enthalten ist. Ein Kabel, so eine Schutzhülle, ein Tuch und noch eine SD-Karte, eine 64 GB SD-Karte war dabei. Und hier habe ich sie auch schon am Start, die neue X3. Und ihr wisst ja, ich habe eine ziemlich lange große Serie in New York über die Insta360 ONE X2 gemacht. Und hier hat sich doch einiges verändert. Und das möchte ich mit euch mal kurz vor dem Vlog mal besprechen, was es da alles für Neuerungen gegeben hat. Ne? Also allererstes natürlich das Design. Und hier sieht man schon, im Vergleich zu der alten, die ich auch hier habe, haben wir hier ein riesen Display drauf, ein riesen viereckiges Display mit einem neuen, einem etwas neuen Bedienkonzept. Es gibt auch ein paar mehr Knöpfe, dazu gleich noch ein bisschen mehr. Und die Kamera ist ein bisschen dicker geworden und ein bisschen schwerer, wahrscheinlich aufgrund des Akkus, der natürlich im Endeffekt genauso lange halten soll, aber mit so einem riesen Display verbraucht er natürlich auch ein bisschen mehr. Macht wieder einen super verarbeiteten, hervorragenden Eindruck. Die Linsen sehen gleich aus, wird wahrscheinlich alle Vorteile einer 360-Grad-Kamera ja, beinhalten und wahrscheinlich auch alle Nachteile, wobei die Nachteile vielleicht ein bisschen weniger geworden sind, weil wir haben hier ein paar andere Geschichten noch drin. Ich habe mir das mal notiert, weil da kann ich gar nicht alles auswendig lernen. Und zwar, was ist denn neu hier an der X3? Erstmal dieses große Display, hatte ich bereits gesagt, mit zwei Funktionsknöpfen an der Front. Dann haben wir ein Quick-Menü-Button an der Seite. Und dann wahrscheinlich das Wichtigste, ein 1,5-Zoll-Sensor. Gegenüber der X2 ist das sozusagen die doppelte Größe, schreibt Insta zumindest. Da gehe ich auch mal von aus. Das heißt, ein 1,5-Zoll-Sensor ist hier drin, halber Zoll, und ein 1,5, 2,3 war in der X2 drin. Das wird wahrscheinlich versprechen, dass die in der Lowlight besser ist. Das verspricht gleich, komme ich noch dazu, einige andere Highlights, zum Beispiel eine 8K Timelapse, ein 72 Megapixel Foto, wobei natürlich da auch alles Mögliche zusammengefasst ist, also die gesamten 360 Grad, und einen Single Lens Modus, den wir zwar auch schon bei der X2 hatten, aber der ist jetzt zum ersten Mal in 4K 30 verfügbar. Das heißt also, wir kommen langsam an Action Cam Niveau ran. Wenn wir jetzt keine 360-Grad-Videos machen, was fürs Vloggen natürlich auch nicht wirklich wichtig ist manchmal, oder auf dem Fahrrad, weil man einfach nur Szenen nach vorne, nach hinten oder zur Seite filmen möchte. Und diese Aufnahmen in 4K 30 sind auch sofort verwendbar. Das heißt, die müssen nicht noch extra in eine Software rein, sondern können sofort ja, im Projekt oder im Film in Final Cut dann verwendet werden oder halt auf Instagram geteilt werden und. Na, was habe ich hier noch? Ein Ich-Modus, wo er automatisch mich filmt, im Bild behält, auch in direkt verwendbar, allerdings nur in 1080p 60 FPS. Wenn wir mal checken, wie das geht, dann ist die Kamera, wie ich schon gesagt habe, etwas größer geworden. Ne? Wir können das noch mal hier, ich kann das noch mal hier bei euch reinhalten. So ein bisschen breiter ist sie geworden und ein bisschen schwerer. Ich würde mal sagen, ja, auch zumindest fühlbar schwerer. Inwieweit sich das auswirken wird
Auf Stabilität an den Sticks oder so, speziell an dem 3-Meter-Stick, kann ich noch nicht sagen. Müssen wir sehen. Auf jeden Fall macht sie wieder einen wunderbar hervorragenden Eindruck. Super verarbeitet, wieder mit der Gewindeschraube hier unten. An der Seite haben sie auch die Klappe verbessert. Da bin ich auch echt froh drüber, weil das war immer ein Gefrickel. Das brauchen wir jetzt einfach auf, zack, und kann dann auch schön den Ladestöpsel oder irgendwas dann reinstecken, ohne die Klappe da rum zu friemeln. Die geht dann einfach auch zu und zack, zeigt dann auch an, wenn sie geschlossen ist. Wäre so offen, würde sie hier ein bisschen was Rotes anzeigen. Mit an Bord ist auch noch ein HDR-Modus neuer und der ist auch verwendbar mit Stabilisierung. Inwieweit der bei guten Lichtverhältnissen brauchbar ist, werde ich testen. Ich denke mal, bei schlechten Lichtverhältnissen lässt man es besser sein mit dem HDR, dann nützt man den normalen Modus. Und auch da werden wir mal sehen, ob es da vielleicht ein paar Verbesserungen gegeben hat. Bei schlechteren Lichtverhältnissen sollte man eigentlich meinen beim Halbzoll-Sensor. Wie auch immer. Ich habe jetzt vor, mit euch hier einen kleinen Out-of-the-Box-Vlog zu machen. Erstmal werden wir die internen Mikrofone testen, die verschiedenen Modi. Ich laufe ein bisschen hier auf dem Festungsplateau rum, gehe vielleicht auch mal in die Festung rein, laber ein bisschen, mache mit euch einen ganz stinknormalen Vlog und schneide euch den zusammen und dann könnt ihr euch meinen ersten Eindruck machen. Ich werde dann auf jeden Fall in einem Monat wieder ein Gesamtfazit mit einem ausführlichen Review zu der Kamera präsentieren, wie gehabt auch zur X2 und zu der InstaGo 2. Ich denke mal, das hat sich bewährt und ich kann am Ende des Tages, kann ich dann schauen, dass ich, ja, wer kommt da? Ja, da kriegen wir Besuch. Also am Ende des Tages habe ich dann wirklich genug Zeit gehabt, um das Ding auch ausführlich zu testen. Ich hätte diese Kamera sogar im Vorfeld haben können, wie die großen YouTuber, aber ich habe einfach in New York am Ende keine Zeit mehr gehabt. Das war schwierig, dann da zum Video zu machen. Vielleicht ist das dann bei der nächsten 360-Grad-Kamera der Fall. Und ich werde dann einfach mal sehen, ob ich dann vielleicht von Insta bei der nächsten Kameravorstellung dann bedacht werde und im Vorfeld eine Kamera bekomme. Aber wie auch immer, ich mache es eigentlich lieber so. Wie gesagt, Insta hat mir die wieder zugeschickt zum Testen, so als Dauerleihgabe oder sowas. Und ich kann das Ding dann erstmal so lange behalten, wie ich möchte und ausgiebig für euch testen. Also, ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Vlog. Und hören uns vielleicht am Ende dann noch mal kurz wieder. Allerdings wahrscheinlich dann hier auf der Insta360 X3. Bin gespannt. Wie gesagt, ich habe sie noch nicht in Betrieb gehabt. Gestern kurz die Firmware-Updates eingespielt, den Akku aufgeladen und los geht's. Und dann sind wir auf dem normalen 360-Grad-Modus. Und da kann ich mich dann auch, da könnt ihr auch mal sehen, wie groß das Display hier ist. Das ist also herrlich, herrlich. Herrlich groß, ich kann mich richtig gut sehen und ich mache einfach mal eine Probeaufnahme im 360-Grad-Modus. So. Aufnahme beginnt. Wir klatschen mal. Klatsch, damit ich das synchronisieren kann. Und dann könnt ihr sehen, ja, der 360-Grad-Modus ist natürlich so, wie er immer war. Ich ziehe mal den Stick aus und filme ich mal so von oben. Tonmäßig wird das natürlich jetzt weit weg sein. Ich habe natürlich auch noch einen Mikrofonadapter dafür und kann das Rode Wireless Go damit benutzen. Das werde ich sicherlich auch gleich nochmal benutzen. Im Moment ist es aber sehr windstill und ich denke mal, ich kann damit einigermaßen klarkommen und auch mal so hinter mich gefilmt und einmal um mich rum. So. Und dann würde ich sagen, dann machen wir das Teil mal wieder, machen den Stick mal wieder rein. Ich hoffe, das so. Und beenden mal die Aufnahme und probieren doch direkt mal den 4K30 Single Lens Modus aus. Und da kann man, glaube ich, direkt schon so umschalten, indem ich hier drauf drücke. So, jetzt sind wir auf dem inneren Objektiv. 4K30, einfach so. Und da klatschen wir auch mal aufs Bein drauf. Und ja, jetzt habe ich 4K30 und dieses kann ich natürlich nicht mehr nachbearbeiten, aber das kann ich natürlich jetzt im Nachhinein noch benutzen. Ich kann dann auch mal einfach so, ihr seht, ich habe es hier wirklich so am kurzen Arm und
da ist jetzt der Horizont allerdings nicht stabilisiert. Ne? Wenn ich das jetzt kippen würde, dann kippt auch der Horizont. Allerdings ist eine Flow-State-Stabilisierung drin. Ne? Das werden wir dann nachher auch mal im Walken ausprobieren. Ja, und jetzt würde ich sagen, Pocket aus und Insta an und dann geht's los mit dem Vlog. Das war irgendwie Stefan und John, oder? So, habe ich einfach die Kamera mal im 360-Grad-Modus einfach eine Armlänge vor mir, um jetzt mal die Qualität zu checken und auch die Qualität vom Mikrofon. Wir haben so ganz leichten Wind und jetzt schalte ich mal um auf die 4K30 Frontlinse. Ja, wir sind auf der 4K30 Frontlinse mit den internen Mikrofonen. Ich hoffe, das mit dem Wind geht soweit klar. Das sieht so hier auf meinem Bildschirm echt ganz cool aus. Und ich laufe jetzt mal hier, da ist so eine Aussichtsplattform, da laufe ich mal hoch. Vielleicht habe ich ja die Möglichkeit, mit dem 3-Meter-Stick mal so eine Art Drohnenflug da zu simulieren. Sonst ist natürlich hier wieder die Hölle los, ist ja klar bei dem Wetter, in den Sommer und dann Koblenz auf dem Festungsplateau. So, jetzt bin ich im Ich-Modus. Da ist die Kamera schon ein bisschen weiter weg und ich teste mal, ob das jetzt allerdings nur in 1080p und 60 FPS. Schauen wir mal, wie die Kamera das hinkriegt. Und ich füge das auf jeden Fall auch mal ein. Das ganze Projekt wird natürlich wieder in 4K30 gerendert, weil dann mache ich ja immer so. Und ich bin gespannt, ob es da Qualitätsverbesserungen gegeben hat. Ob dieser Ich-Modus, ich kann mich auch einfach mal drehen und mal von hinten mit Backlight, das so funktioniert. Ja, und jetzt gehen wir mal oben aufs Bauwerk drauf. Auf der 4K30 an sich drauf und ich drehe mich mal. Das ist natürlich ideal hier. Ein bisschen viel los. Schön mit Blick unten auf Koblenz. Ideal für jetzt gleich mal den 3-Meter-Stick auszupacken. Das werde ich jetzt auch mal tun, denke ich mal, um dann ja vielleicht so eine Art Drohnenflug zu simulieren.
jetzt habe ich mal das Rode Wireless Go angeschlossen mit dem Adapter. Und hier ist es am Start mit dem Puschel, den man so gerne verliert. Und ich ziehe jetzt mal den Stick aus auf die längste Länge. Und dann seht ihr, dann können wir uns mal drehen. Ne? Einmal hier unten schön in Rhein mit Koblenz-Neuendorf. Hinten ist Urbar und Fallender, die Insel Niederwerth. Hinten ist Koblenz, Balduinbrücke, das deutsche Eck sieht man noch ein bisschen da unten. Und ihr seht, jetzt habe ich natürlich einen besseren Ton. Ich hoffe, dass das nicht ganz so dumpf ist, weil bei dem X2, bei dem One X2 war das ja noch verhältnismäßig dumpf mit dem Rode. Da musste man noch nachbearbeiten. Aber ich denke mal, hier sollte es gehen. Und wenn wir jetzt einfach mal hier wieder reingehen und wieder hier runter gehen, dann könnt ihr mich wunderbar vorne, von vorne sehen, weit am Arm gestreckt und habt trotzdem einen vernünftigen Ton. Ich bin schon sehr gespannt, wie sich das anhört. Ich würde mal sagen, ich hoffe, der Drohnenflug ist was geworden. Und wir gehen mal weiter hier das Festungsplateau erkunden mit der neuen Insta X3. Also im Moment bin ich echt begeistert. Auch hier immer noch mit dem Rode am Start, mit dieser 4K30 Ansicht. Das ist ein echt schmales Setup und ich kann jetzt natürlich auch ohne weiteres nach vorne dann schwenken. Dazu muss ich allerdings wahrscheinlich gerade die Aufnahme beenden. Mal gucken, wie das mit dem Backlight aussieht. Ja, das sieht okay aus. Die Automatik scheint einen ganz guten Job zu machen. Ich schwenke mal nach vorne. So, jetzt sind wir schön nach vorne. Immer noch das Rode am Start. Jetzt könnt ihr mal das Bauwerk hier sehen, wo ich gerade drauf war. Das ist so eine Aussichtsplattform, ganz am Ende vom Festungsplateau. Lohnt sich durchaus mal hinzugehen, auch vielleicht mal eine Timelapse zu machen. Das bringt mich auf eine Idee. Vielleicht mache ich das gleich auch mal vorne an der Festung, eine Timelapse. Aber ich kann jetzt natürlich hier zeigen und dabei erklären. Ne? Und das in einer 4K30 Qualität. Ne? Also wirklich sehr schöner Ort hier oben in Koblenz. Kann ich auch nur empfehlen, das auch mal zu besuchen. Ja, ich bin wieder auf der 4K30 Single-Lens-Ansicht und zwar ohne das Rode Mikrofon, weil bei dem Windverhältnis hier braucht man keins. Und ich mache mal jetzt gerade so eine Art simulierten Drohnenflug hier durch diese wunderbaren Gräser durch, einfach mal, um einfach wieder ein bisschen auszuprobieren. Durch diesen, ja, sage ich jetzt mal, 4K30 Single-Lens-Mode ist es natürlich irgendwie, finde ich es total cool, dann brauche ich nicht noch eine zweite Kamera mitzuschleifen, wenn ich irgendwas in 4K30 haben möchte. Oder auch einfach mal vielleicht so für einen Schwenk oder so in hoher Qualität, wo ich dann die 360-Grad-Kamera nicht gebrauche. Klar, hier so ein Drohnenflug oder so ein simulierter Drohnenflug hier durch die Gräser ist natürlich cool, aber am Ende des Tages finde ich das schon gut, dass das Insta so hingekriegt hat, dass wir jetzt in 4K30 auch vloggen können. Ja, ich ertappe mich immer mehr dabei, dass ich diesen 4K30-Modus zum Vloggen benutze, aber macht natürlich auch Sinn. Ich musste jetzt leider noch ein 8-Euro-Ticket für die Festung buchen, aber es lohnt sich, Leute, und ich denke mal, eine schöne Timelapse und mit dem 3-Meter-Stick wird sich dann doch lohnen und ein paar schöne Aufnahmen hier drin. Ich laufe jetzt einfach mal in 360 Grad, wo ich dann aussuchen kann, wo ich schwenken kann durch die Festung durch, damit ihr auch mal einen Vergleich habt. Thank you.
Aber ihr seht mal, was wir hier für einen wunderbaren Blick auf Vater Rhein und auf die Mosel haben und aufs Deutsche Eck, auf Koblenz. Und immer noch mit dem internen Mikrofon. Und ich packe jetzt, glaube ich, mal den langen Stick mal kurz aus und simuliere mal irgendwas hier. Das testen wir mal, wie die Kamera mit Gegenlicht klarkommt, ob das Gesicht dann noch einigermaßen hell ist. Und jetzt mache ich mal so ein Foto, so ein 72 Megapixel Foto runter zum Rhein. Ja, wir probieren natürlich auch den Active HDR-Modus aus. Mal gucken, wie der performt. Dazu gehe ich jetzt mal gerade vorne zum Aussichtspunkt und filme mal eine Runde Richtung Deutsches Eck, Richtung Koblenz. Würde ich sagen, bin jetzt bei der Jugendherberge, gönne ich mir mal einen Kaffee und setze mich dann mal vorne hin und genieße die Aussicht. Und jetzt gucken wir mal den Wechsel in den Schatten, wie er das macht. Wechsel in den Schatten. Ja, da ist es dann doch echt noch dunkel. Und eine Timelapse wird jetzt noch gemacht. Auf der Festung oben ein kleiner Geheimtipp, und zwar, da gibt es vorne auch eine Gastronomie direkt auf dem Tableau, aber hier ist die Jugendherberge und da ist das Bistro und hier habe ich das mal gerade für 4,50 Euro ein schönes Stück Kuchen und ein Getränk abgegriffen und hier hat man auch eine wunderbare Aussicht runter aufs Deutsche Eck und während ich das jetzt hier verzehre, gibt es eine kleine 8K-Timelapse. Ich melde mich nochmal mit dem Pocket 2 zum Schluss des Out-of-the-Box-Tests von der Insta360 X3. Hier ist das gute Stück am Start. Ich habe jetzt, mal gucken, wie viele Minuten ich gefilmt habe. Ich schaue mal gerade. Geh mal an. Ich habe gefilmt, ja, ich glaube 45 Minuten Film oder fast 50 Minuten und der Akku ist immer noch zu einem Drittel gefüllt, aber so langsam gibt den Geist auf, denke ich mal. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das noch halten würde. Ich probiere vielleicht gleich noch ein paar Sachen aus. Wie auch immer, das Ding macht jetzt schon Spaß. Vor allen Dingen dieser Single-Lens-Modus zum Vloggen ist recht cool. Ich mache jetzt einfach mal an und dann so, wir vloggen jetzt mal, ich vlogge jetzt mal aus der Hand raus. Ich habe das Ding ja jetzt einfach nur so in der Hand vor mir
So. Und ihr habt jetzt ungefähr denselben Ausschnitt wie bei dem Pocket. Und dann könnt ihr mal ungefähr vergleichen. Jetzt Pocket mal vergleichen. Jetzt habe ich den Pocket dran und ich blende es einfach unten ein, Pocket. Und dann springe ich zur Insta, wobei jetzt natürlich hier oben ein bisschen Wind ist. Deshalb kann es sein, dass ich den Ton hier vom Pocket nehme. Schauen wir aber mal. Vielleicht kann die Insta den Wind ja ganz gut ab. Ich habe jetzt keine Belichtungskorrektur eingestellt. Bei dem Pocket habe ich eine Belichtungskorrektur von -0,7 eingestellt. Würde ich hier eigentlich auch machen. Aber ich wollte einfach mal out of the box vloggen. Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich mache das Ding mal wieder aus hier. Ich habe mal so ein bisschen was ausprobiert. Wie gesagt, empfindlich sind die Dinger immer noch, deswegen immer jederzeit hier in so eine, in diese Hülle rein und aufpassen, dass da auch keine Sandkörner drin sind. Wenn die verkratzen, gibt es echt Stress. Der Murat hatte ja mit seiner GoPro da echte Probleme, wo er Insta bietet, glaube ich, auch mittlerweile so eine Versicherung an. Die bieten aber auch den Austausch der Linsen an, ne? Deswegen. Also wie gesagt, erster Eindruck war sehr gut und ich würde mal sagen, ich werde weitere Tests mit der Kamera machen. Hier oben ist natürlich mal wieder ein richtig wunderbarer Ort für so eine Kamera zu testen, vor allem bei diesen Verhältnissen hier, bei dem Sommer. Die Frau hinter der Kamera lacht schon. Warum spreche ich mit so einem Ding hier? Okay, nee, ich mache gerade ein Video, deswegen. Aber egal, machen wir mal weiter. Wie gesagt, Out-of-the-Box-Vlog hat schon mal richtig Spaß gemacht und ich denke, es sind ein paar eindrucksvolle Aufnahmen entstanden. Macht euch eine eigene Meinung, ob man von der X2 auf die X3 upgraden muss. Würde ich mal jetzt mir noch keine Meinung erlauben. Da werde ich vielleicht in einem Monat mal dazu ein Fazit ziehen. Also, wie gesagt, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.